Ja, und da sind wir nämlich direkt wieder zurück mit der ESL Pro Series. Mit der Spring Season 2014. Links oben in der Ecke sehen wir von Timo Sports Hasu Ops. Und in der rechten oberen Ecke sehen wir Delphi von Team Playing Ducks. Sagt mit CK, nicht mit DACHS. Klingt aber echt ähnlich, muss man sagen, was das angeht. Läuft. Delphi gegen Hasops, das hat schon so ein bisschen was auch vom Klassiker. Delphi ja auch schon seit Ewigkeiten in der EPS dabei, konnte sich immer wieder halten. Genauso auch wie Hasops. Hasops mit Socke ja Rekordsieger, beide dreimal das Ding gewonnen bisher. Hasops hätte den Hattrick machen können, schied aber im Halbfinale gegen seinen Teamkameraden aus in der letzten Season, nämlich gegen Humarine. Jetzt liegt es an ihm, dort vielleicht das Kräfteverhältnis wiederherzustellen. Er als Teamkapitän von Mousesports hat man schon den Anspruch, zumindest dann in Deutschland vielleicht der beste Spieler zu sein. Aber Humarine macht es da einen eben tatsächlich nicht wirklich einfach. Davon abgesehen, Mousesports sowieso sehr, sehr stark. Konnten sich ja mit dir dann noch einen Koreaner schnappen und entsprechend gut verstärken. Auch Vortex, also man muss schon sagen, Mousesports hat so von den deutschen Teams eins der stärksten Lineups. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, auch Team Acer beispielsweise ist so gesehen ein deutsches Team, auch wenn sie keinen deutschen Spieler haben. Aber das Team selber, gut, was heißt das denn schon? Ja, ab wann ist ein Team deutsch? Schwierig zu sagen. Ganz gierig im Übrigen der Lukas, der Delphi, mit der Hedge First Under Gold. Und da bin ich mal auf Hasops gespannt. Holt jetzt den Core, die Gateway-Echse. Und da gibt es sogar hier noch die Hedge. So, und jetzt ist die Frage, Hasops, punisht man das hier oder will man diese Hedge loswerden? Ein super interessanter Schachzug, ehrlich gesagt. Denn jetzt sitzt er in der Zwickmühle. Gerne wäre man hier mit dem Kenrush gekommen, um diese... Ich meine, es ist Double Edge for Pool. Es ist immer noch kein Pool da. Und so gesehen spielt Delphi super, super donkig. Das kennt man ja von ihm. Jetzt erst ist der Pool unterwegs. Und jetzt erst könnte er dann quasi irgendwie was machen. Hasops muss also erstmal schauen, dass er diesen Spot hier frei bekommt. Deswegen kann er nicht hier drüben intervenieren. Und Delphi zieht den Großteil seiner Drohnen jetzt drüber. Ja, was heißt den Großteil? Ja, doch schon den Großteil, wie man das hier sieht. Um diese Gold-Echse optimal auszunutzen. Ihm muss aber auch klar sein, jetzt kommt der Mothership-Core, der rüberfliegen will. Da der Pool noch nicht fertig ist, kann er kein Anti-Air bauen. Also keine Queen, kein gar nichts. Und das ist eben das große Problem dabei. Aber auch da zahlt sich diese Hatche hier sehr, sehr aus für Delphi. Denn Hasops ist eben gezwungen, das Ganze freizuräumen. Und jetzt bin ich gespannt, ob er das cancelt oder durchgehen lässt und noch länger delayed. Und tatsächlich, er will das noch weiter delayen. Overlord ist unterwegs. Jetzt hat er hier sogar noch eine Larve, die er in Zerklinge morphen kann. Jetzt kann er hier tatsächlich den Creep noch ein bisschen ausbreiten. Eine Queen wird nicht mehr kommen. Sonst wäre das halt super bitter. Wenn er hier einen Creep-Tumor hinbekommen hätte, dann wäre Hasops im wahrsten Sinne des Wortes gefickt gewesen. Ja, mir fällt da keine nettere Umschreibung für ein, aber Hasops wäre so ziemlich am Arsch dann, weil er, ich meine, ja, keine Detection hat so gesehen. Und dann auch noch die Brutlings am Zealot dran, machen dort Schaden. Die beiden Linge wollen abräumen, aber mit Stalker und Mothership Core geht da nichts. Und jetzt sieht auch Hasops sich gezwungen, drastische Maßnahmen einzuleiten. Auch er mit dem Nexus eben an der Gold. Das hat Delphi so noch nicht gesehen und wird damit vielleicht auch nicht wirklich rechnen. 22 Drohnen hat er auch noch nicht so viel, aber er hat eben die ganze Zeit dieses Gold-Income. Von Hasops im Übrigen sehr, sehr smarter Move, sich da überhaupt nicht drauf einzulassen, weil er könnte ja immer noch nicht den Nexus setzen, weil er immer noch Creep da ist. Das wäre wichtig für Delphi zu erkennen. Also was ein verrücktes Spiel hier direkt zu Beginn. Gefällt mir. Gefällt mir, weil es mal was anderes ist. Und ich meine, Habitation Station sieht man sowieso durchaus sehr interessante Matches. So, jetzt wird gescoutet, ob da nicht irgendwie ein Pylon ist, ob Hasops cheest. Delphi hat auf jeden Fall großen Respekt. Muss diese Spycrawler bauen. Die Queen ist hinten, aber dauert noch eine weitere, sodass der Mothership Core dann nicht das Problem sein sollte. Speed ist noch nicht fertig und deswegen der Stalker zunächst ungefährdet. Aber Speed ist unterwegs und Delphi unterwegs auch mit weiteren Zirklingen, sodass wir infolgedessen Hasops im Work-Account sogar vorne sehen. Gold-Echse ist da und die will man nicht unbedingt zeigen. In dem Fall sieht er es aber, beziehungsweise hat es auch gescoutet, wird dort unterwegs sein wollen. Hasops so gesehen mit zwei Walls.
Das könnte sich nochmal als sehr schwierig herausstellen. Wäre doch gelacht, wenn Delphi da nicht noch den Donkmeister wieder auspackt. Zwei Queens laufen hier super, super weit. Da ist sogar die Nexus-Kanone und ballert drauf rein. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, jetzt alles drauf zu schicken, was man hat. Vielleicht hier drüben, ja, vielleicht gucken. Man kann nicht überall die Nexus-Kanone zünden. Und das ist eben das große Problem dabei. Der Zeldin verliert beständig an den Points und dann kommen die Linge durch. Dann kommen die Linge durch und das wollte der Hasops hier sicherlich nicht so sehen. Delphi versucht seine Chancen zu nutzen, ist eben dran, noch einen weiteren Pylon zu vernichten und dadurch ist hier Strom aus und kann nicht weiter zugebaut werden, zumindest nicht bis der nächste Pylon kommt. Linge jetzt überall und Hasops hat ein großes, großes Problem. Hier verteidigen oder hier, beides ist schwierig. Jetzt sind die Queens mit am Start, der erste Immortal, da aber die Linge dran und Linge an sich relativ gut gegen die Immortal, aber Hasops hat die Force Fields. Weiter geht's gegen den nächsten Zealot. Immer noch ist Strom aus, aber Warp-Gate-Tech ja eben schon durch. Und jetzt, glaube ich, vertut sich Delphi da so ein bisschen. Läuft gegen die Force-Fields, läuft gegen die Immortal, die da vielen, vielen Schaden machen. Und stattdessen konnte sich jetzt auch Hasops das Ganze zumauern. Hat mit 37 zu 22 deutlich mehr Worker und damit jetzt einen riesen Vorteil gegenüber Delphi, der jetzt gerade seine dritte erst fertig gebaut hat. Der Protoss an der Gold, der Zerg an der Gold. Und der Protoss natürlich jetzt eine super kurze Laufdistanz für einen Immortal All-In. Und genau das wird es hier auch werden. Hasops mit drei Immortalen würde jetzt noch das Warp Prisma holen. Vielleicht noch ein bisschen warten und noch einen weiteren Immortal holen, denn die Gateways kommen entsprechend spät, dadurch, dass er immer wieder verteidigen musste und Delphi nicht den gewünschten Schaden machen konnte. Der ist nämlich jetzt am Arsch. Der hat ein bisschen zu viel gedonkt, hat da so ein bisschen zu viel überhaupt committed, ohne den Schaden zu machen. Und das ist einfach so ein Problem, was man da hat. Läuft gegen die Force Fields und Hasops konnte dort wirklich, ja, ich meine, ärgerlich, dass die Linge reinkam, aber der Schaden blieb letzten Endes aus. Es ging auch nicht irgendwie in die Probes rein. Das ist vielleicht ein kleiner Fehler, was das angeht. Er hat sich überschätzt, Delphi. Er hat gedacht, der Vorteil wäre größer und er könnte jetzt schon kritischen Schaden zufügen. Ich denke, es war insgesamt trotzdem ja ein smart Move, aber nicht ganz wirklich zu Ende so durchgeführt, dass er davon hätte profitieren können. Und jetzt hat er ein ganz großes Problem. Denn dieser Immortal-Push ist immer noch sehr, sehr stark. Delphi im Work-Account gerade so gleich auf. Und so kann man das eben nicht halten. Plus der Tech fehlt komplett. 1-1-Upgrades kommen da jetzt erst. Die Linge, das Einzige, was er bauen kann. Ähnliche Situation wie mit Sword the Wound vorhin. Nur, dass diese Combo eben entsprechend super stark ist. Hasops hat das Micro. Das hat er Ewigkeiten in Wings of Liberty so gespielt, wie so ziemlich jeder Protoss. Pusht dann jetzt hoch. Die Goldechse ist verloren, genauso wie die Drohnen. Also das kann er hier easy blocken. Da braucht Delphi sich gar keine Illusion machen, dass er das irgendwie verteidigt. Drohnen sollte er auch mitnehmen. Einzige Möglichkeit wäre, da in den Konter zu gehen. Aber da ist mit dem Zealot hier alles dicht. Auch hier steht noch eine Sentry. Und im Zweifelsfall warpt man dann rein und ist die Laufdistanz auch nicht die allergrößte. Hat das Prisma eben auch hier, setzt die nächsten Force Fields, will alle Drohnen mitnehmen. Und da merkt auch Delphi, fuck, da ist halt überhaupt nichts zu holen. Hat seine Goldechse verloren, hat quasi die Natu noch. Aber es fehlen jetzt einfach auch die Larven. Er hat 61 Linge, die nichts machen können, wenn die Force Fields eben alle sitzen. Und das werden sie. Hasops jetzt spät dran, zwei Sentries raus. Wo bleibt denn da die Reaktion? Zeitgleich mit dem Warp-Prisma hier am Reinfliegen. Aber da konnte Delphi erstmal ein paar Sentries sich dann doch angeln, bevor die Force Fields kamen. Und jetzt wird hier hinten reingewarpt. GG, zu viel für den Zerg. Und damit das 1-0 für Hasops. Schönes Spiel auf jeden Fall. Schönes Spiel, was wir da mit ansehen durften. Ich denke, da war so alles ein bisschen mit dabei, nur kein wirkliches Makro-Game, was noch tatsächlich sehr, sehr schön gewesen wäre. Invite für Map Nummer 2 ist auch direkt da, sodass es da gleich sofort weitergehen wird. Dennoch, ich muss sagen, mir hat die Idee von Delphi sehr gut gefallen, aber das war am Ende einfach nicht wirklich gut genug ausgeführt. Statt auf so viele Linge zu gehen und mit dem keinen Schaden zu machen, hätte er da viel lieber dann auf die Economy gesetzt, hätte die dritte geholt, hätte die Drohnen geholt und hätte dann vielleicht versucht, so ein bisschen ins normale Game mit reinzugehen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Schaben selber gegen Immortal All-In ist halt auch nicht optimal, das muss man ja auch dazu sagen. Aber ich meine, dann hätte er, wenn er donken will, hätte er Banelinge gebraucht, damit er schneller zum Beispiel durch den Wall kommt oder mit den Banelingen dann im Ende die Probes von Hasops bekommt. Ich glaube, Delphi hat einfach nicht damit gerechnet, dass Hasops so reagiert, wie er reagieren würde. Nämlich ziemlich smart, dass er sich im Gegenzug selber nicht verarschen lässt und die Goldechse holt und sagt dann,
leck mich doch, dann hole ich halt auch die Gold. Ich weiß ja, du hast da investiert, um meine Natto zu blockieren. Das heißt, er hat seine Natto so gesehen ja auch noch nicht genommen. Und so steht dann Goldexe gegen Goldexe und da hat dann im Zweifelsfall der Protoss einfach den Vorteil, wenn beide Spieler auf gleich vielen Basen sind. Das hat eben auch Delphi erkannt und versucht damit dann zu umgehen. Ich denke, wie gesagt, hätte er da Banelinge oder hätte er einen Roach-Push als Follow-up gehabt, dann hätte das hier durchaus besser klappen können. Ja, denn dann hätte er auch nicht so viel Larven benötigt, die Roaches hätten viel Schaden machen können. Die Distanz ist ja nicht wirklich groß auf Habitation Station und vor allem auch zur Goldechse nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt dann auch gewesen, im Endeffekt, dass Hasuops ja nicht überall die Nexus-Kanone einsetzen kann. Erstmal, weil er hin und her fliegen muss, zweitens, weil auch nicht die Energie im Endeffekt da ist. Und das hätte Delphi hier nutzen können, hätte da, wie gesagt, dann eher vielleicht, ja, wie schon gesagt, mit Roaches oder so kommen können. Ist nicht passiert und so am Ende muss man dann einfach die Niederlage eingestehen. Nächste Map ist auch hier alte 7 Stronghold, also auch hier gleiche Maps interessanterweise, wie wir das hatten mit Monty gegen Sword the Wound. Auch hier gewinnt der Protoss, was aber sicherlich nicht an den Maps liegt, sondern dass in beiden Fällen der Protoss tatsächlich der Favorit ist. Wobei, man kann sich mit Sword the Wound und Monty streiten. Ich persönlich, gut, im Nachhinein schwierig zu sagen, aber ich sagte vorhin ja auch, sehe da Monty wirklich in sehr, sehr guter Position, sich in die EPS quasi zu spielen, sodass man schon sagen kann, ja, ich habe es ja vorher gesagt. Aber in dem Fall Hasuops gegen Delphi dürfte die allerwenigsten überraschen. Und da werden wir auch nochmal schauen, dass Hasuops hier nicht rausleckt zum einen. Gibt ja oder gab ja gerade in den letzten Tagen immer wieder sehr, sehr viele Probleme mit den europäischen Battle.net-Servern. Und das ist ja auch vielleicht so ein kleines Nachbeben noch. Woran das liegen könnte, naja, es ist, es kommt ja Diablo 3, das Add-on. Sehr viel, was man da machen kann. Vielleicht wäre das einfach nur so eine Vermutung von mir, aber ehrlich gesagt wirklich nur Vermutung, denn wirklich drin steckt man da ja nicht bei Blizzard. Im Übrigen, auch die Community denkt genauso, 97,5% glauben an den Sieg von Hasuops. Also das heißt logischerweise, dass nur 2,5% an einen Sieg von Delphi glauben und das ist halt extrem wenig, wenn man sich das mal so überlegt. Das ist, ja, 2,5%. 2,5 Menschen von 100 glauben da, dass der Playing Ducks-Spieler das Ganze packen kann. Aber, wie gesagt, mal ein anderes Spiel. Jetzt ist Lobby auf jeden Fall wieder da. Alte 7 Stronghold. Wir versuchen es ein drittes Mal. Wir wissen ja auch, alle guten Dinge sind drei. Im Übrigen, für euch, für den Zeitvertreib, für diejenigen, für die es momentan ein bisschen zu wenig Livestreams gibt von meiner Seite aus, ich versuche das natürlich dann auch kompensieren, beziehungsweise besser zu machen. Aber zu kompensieren auch mit den YouTube-Videos, die ich momentan poste. Da ist heute eins nochmal live gegangen, ein sehr schönes Heroes of the Storm-Video, was ihr euch vielleicht auch nicht entgehen lassen solltet. Auch noch ein sehr schönes Blizzard-Game und natürlich das erste, was ich mir dann gepackt habe. Erstmal schön die StarCraft 2 Charaktere und da ist Nova mit dabei. Nova, ja. Was soll man sagen? Also, schwierig. Ist halt auch so die Frage, wenn man sich entscheiden kann, Kerrigan oder Nova. Vielleicht sollte ich da mal ein Vote auf meiner Facebook-Seite starten. Für wen würdet ihr euch entscheiden? Kerrigan oder Nova? Ja, schreibt es mir gerne auf facebook.com/mori09 oder Twitter, Mori09TV alternativ, auch auf mystarcraft.de. Wir machen jetzt also weiter mit Map Nummer 2 zwischen Hasuops und Delphi. Ja, und da sind wir nämlich auf alte 7 Stronghold. Sehen wir links oben in der Ecke von Team Playing Ducks Delphi. Und in der rechten oberen Ecke von Team Ausputz, Hasuops. Der Stand ist 1:0 für den Protospieler, für den Ausputz-Spieler. Mein Delphi, wo wir jetzt sagen müssen, der hat ja auch schon einige Teams durchlaufen, während Hasuops in seiner StarCraft-Karriere immer bei Ausputz war. Ich meine, vorher ja auch schon Warcraft 3, sodass ich da nie die Frage stellte. Hasuops ja
einer der großen Identifikationsfiguren, die dieses Team so gesehen auch hat in Deutschland, auch international. Jeder kennt Hasehops und weiß, der spielt bei Maus, der fühlt sich da pudelwohl. Hatte Delphi mit seinen Teams ein bisschen weniger Glück, war bei Alternate, war bei ESC, war bei Next Multigaming und ist jetzt eben bei Playing Ducks. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich nicht noch ein Team vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Kann man sicherlich nachschauen oder recherchieren. Also da eben Delphi etwas weniger Glück, auch was die Erfolge angeht. Auch wenn man sagen muss, man darf den Delphi da nicht unterschätzen. Der ist jetzt mit dem Drone Scout unterwegs, hat den Pool nämlich unterwegs und noch keine Hatchery gesetzt. Also er probiert es jetzt mit dem Donk, weil er natürlich auch selber weiß, dass er gegen Hasehops ganz klar unterlegen ist. Ich habe ja selber mit ihm gesprochen und er ist halt jemand, der momentan halt wieder sehr viel Fokus auch auf Studium gelegt hatte. Interessant im Übrigen das Ganze ohne Gas. Also es ist jetzt kein Speedling All-In oder so, sondern es sind einfach nur die Linge, die jetzt direkt kommen, immer noch keine Hatchery. Ich bin gespannt, also auf so einer großen Map wie alte Siem Stronghold ist das auf jeden Fall mutig, bekommt den First Scout nicht und schaut jetzt weiter, wird dann erkennen, okay, das ist hier diese Close Posi, deswegen sollten die Linge auf jeden Fall hier rechts hinlaufen, aber man kann das ja im Zweifelsfall im Vorfeld nicht wissen. Er ist nicht umsonst der Donkmeister, das dazu. Aber ich wollte sagen, in der letzten Season hatte er einige EPS-Cups dann ja durchaus für sich entschieden. Jetzt kommt die Hatchery. Also es ist halt nicht der absolute All-In. Er versucht nur mit den Lingen hier reinzukommen, schon früh diesen Pylon rauszunehmen. Das wäre die Hauptsache, Warpgate-Tech zu unterbinden. Und wenn er den Pylon rausnimmt, dann kommt auch erst einmal keine Unit. Und das wäre eben das ganz, ganz große Problem. Zusätzlich ist man in dieser frühen Phase dann auch noch Supply-Blocked, hat seinen Gegner jetzt gefunden und dann kann es ja nicht anders sein, dass er da reinkommt, aber der Mothership Core von Hasehops zur Stelle, sodass man dann doch eher auf die Probes geht, statt auf den Pylon. Man hat keine andere Wahl. Der Mothership Core würde sonst die Linge weghauen mit dem Probe Pull, macht man dann einfach nicht den nötigen Schaden und ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt den notwendigen Schaden macht, um zu kompensieren einfach, dass die Hatchery so viel später kommt. Er baut jetzt direkt zwei, um da wieder ranzukommen, aber wir gucken uns den Work-Account an, sehen 20 zu 18 aktuell sogar gerade. Hasehops hat den Nexus gleich durch und wird dann mit Chrono Boost viele, viele Worker holen können. Zwei verloren, das ist halt okay, ärgerlich, aber eben okay. Und man muss einfach mal sagen, wie spät hier diese Hatchery kam, sodass der Protoss-Nexus vor dieser Hatchery sogar fertig wird. Ein bisschen zwar, aber ich meine, Hasehops hat ja nicht wirklich Nexus First gespielt. Der hat nämlich jetzt auch noch den Tech und ist, was das angeht, jetzt einfach voraus. Weiß, okay, Delphi muss hier früh in Linge investiert haben, hat den Drone Scout auch gemacht. Und auch da ist ja der Punkt, die Drohne hat die ganze Zeit ja nicht gemeint, sondern war auf der Karte unterwegs, die ja so groß ist. Sprich, Hasehops weiß, da hat der Mann nichts. Wenn er jetzt noch eine dritte hat, dann killt er ihn auf jeden Fall jetzt mit Foregate Pressure. Und der hat selber noch nicht jetzt seinen Gegner finden können. Liegt aber auch daran, weil die Linge eben da sind. Allerdings noch ohne Speed. Das wird ihm jetzt gleich gelingen. Zergling aus dem Weg rollen fast schon. Die Probe geht mit in den Angriffsmodus. Er muss seinen Gegner finden. Er weiß, er ist unten rechts nicht. Also jetzt erstmal schon mal der Pylon, damit das vom Timing her aufgeht, damit er vorne rein warpen kann. Die nächsten Linge und Delphi ist gezwungen, nun Zerklinge zu bauen. Das Speed-Upgrade, die dritte liegt halt soweit frei dann. Während die Natto, klar, die ist in dieser Basis mit drin auf alte Siem Stronghold. Jetzt kommt auch dann der Warp in jeden Moment. Genau, da ist er. Zealots, was anderes macht zu diesem Zeitpunkt eben keinen Sinn. Viele Anfänger bauen Stalker. Man hätte zwar jetzt das Gas, aber Zealots einfach gegen die Linge deutlich effizienter. Und es gibt ja noch keinen Grund aktuell dann wirklich auf Stalker zu setzen. Keine Roaches da. Jetzt kommen die Zealots. Delphi eben mit vielen, vielen Lingen. Ist die Frage, ob er das hier irgendwie halten kann. Wenn Hasehops da seine weiteren Gateways Chrono boostet, dann wird das halt super viel Schaden sein. Er ist dran an der dritten. Will sich da auch nicht großartig mit den Drohnen zufrieden geben. Time Warp. Der Mothership Core spät zurückgesetzt, aber eben noch rechtzeitig. Und jetzt sind die Drohnen mit dabei. Und das ist einiges an Eco-Schaden. Der Spinecrawler noch nicht fertig. Genauso wenig eben wie Speed, sodass er die Pylonen auch nur sehr, sehr schwer rausnehmen könnte. Man sieht in Folge
Infolgedessen Hasops eben vorne 10 Worker gekillt, will den Spinecrawler, kriegt den Spinecrawler und dann sind es eben die Queens, beide auf Low HP. Also auch gutes Micromanagement von Davey, aber ihm bleibt ja eben nichts anderes übrig. Und wie schon gesagt, mit dem Gas holt man dann den Tech noch nach, um dann im Follow-up noch kommen zu können. Das ist in diesem Zweifelsfall zunächst einmal die Robo, die Zealots hier vorne zunächst auf Hold Position, um das Mining da weiter zu delayen und sich nicht von der Queen verarschen zu lassen, die just in diesem Moment down geht. Also wieder weniger Larven, wieder eine Unit weniger, die da helfen kann. Und vor allem keine Anti-Air, sodass der Mothership-Core jetzt hier super durch die Gegend fliegen kann und alles aus dem Weg holzen kann, was sich da in den Weg stellen wird. Die dritte ist auf jeden Fall gesniped und das ist schon tödlicher Schaden, den Delphi erleidet. Mit 36 zu 47 im Supply stinkt er da schon ziemlich ab. Hasops wird er nochmal weiter reinwarpen. Ein Zealot gönnt er sich auf jeden Fall noch. Diese bequeme Vorteilposition ist auf jeden Fall jetzt so ein bisschen geringer geworden, weil Delphi jetzt immer wieder mehr Linge haben wird, mit dem er versucht, einen Run-By zu starten. Hasops hinten aber, und auch das ist wichtig, dann Sentries, also das Gas, dort investiert die nächsten beiden Zealots. Also ich denke, die Hatchery würde da auf jeden Fall bekommen. Schnell noch das Force-Field, um Davey klarzumachen, da geht nichts. Und vor allem dadurch, dass die Linge vorne sind, klappt das mit der Verteidigung nicht mehr. Der Mothership-Core wird dieser Hatchery den Rest geben. Ein weiterer Warp-In wäre nur verschwendetes Geld. So, und jetzt hat Davey ein riesengroßes Problem. Im Supply ist er hinten mit 22 zu 41, hat seine Hatchery gerade verloren. Und er muss jetzt gucken, dass er da irgendwie wieder zurückkommt, wenn das überhaupt geht. Denn Hasops kommt wieder mit seinen Immortalen. Ist zwar eine riesige Laufdistanz, aber das sollte nicht das Problem sein. Wenn man sich mal anguckt, dass er 14 Worker mitnehmen könnte. Davey auf 24 gerade, war jetzt wieder 26. Hasops hat genug, der kann das hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag halten. Es ist eben nur eine kleine schmale Rampe für zwei Basen, was Hasops jetzt zugutekommt. Der im Übrigen aber viel Energie auf dem Nexus hat und dort konsequenter die Robo-Chrono boosten soll. Die Robo oder eben beispielsweise ja, die Gateways. Da fehlt aber das Geld, das ist halt so der Punkt. Er hat noch eine Menge Gas zur Verfügung und das resultiert logischerweise in vielen, vielen Sentries und damit später in weiteren Force-Fields. Sentries machen den Schaden nicht, halten aber die Armee ab und der Schaden passiert ja ohnehin dann über die Immortale. Vielleicht sogar auch als Drop ausgeführt, weil wirklich Anti-Air sehe ich nicht. Delphi hat nicht mal mehr eine Queen gerade. Alter, der hat keine Queen. Die kommen jetzt erst gerade, alter Verwalter. Also das heißt, die sind sehr, sehr spät nachgebaut worden. Und vorhin, ich meine, wir haben zwei Queens sterben sehen. Trotzdem darf das hier keine Entschuldigung sein. Es waren sogar nur zwei Queens, die er insgesamt hatte. Also da hat Delphi auch einiges verpennt, was ihm jetzt zum Nachteil gereicht. Kein Drop, sondern tatsächlich dann der reine Push. Der Mothership Core sieht die Linge vergleichsweise früh, sodass Hasops dann sogar ja, die Force Feeds zugegeben nicht ganz perfekt setzen kann. Trotzdem, ich meine, es macht die Sache deutlich einfacher. Hinten der Zealot noch, hat er ja noch einen Pylon im Zweifelsfall und noch die Sentry. Und damit ist das Ganze GG, well played und ein 2 zu 0 für Hasops.